Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück bei Bufo de Moneten. Wir haben eine neue Option. Wir sollen nämlich eine Händlerkarawane hier eskortieren. Endlich ist es soweit und wir trauen uns das natürlich jetzt auch zu. Ja, das ist der Osric, der Braumeister, und wir stellen uns natürlich ihm gebührend vor als Bufo de Moneten. Er sollte gefälligst sich unseren Namen merken. Und er hat ein Problem. Und zwar, es gibt Straßenräuber und er braucht dringend Wächter für eine Karawane, weil der Feind aufgerüstet hat. Wir bekommen 593 Gold pro Tag, was jetzt nicht unbedingt das Entscheidende ist. Das Entscheidende ist, dass wir überhaupt jetzt dazu in der Lage sind, den Feind an dieser Stelle hier, oh warte, ich nehme auf jeden Fall mal genügend Essen noch mit, zu bekämpfen. Darum bin ich glücklich. Oh, es gibt hier noch mal ein paar Datteln. Sehr gut, ich nehme die mal alle mit. Wir sind total verdattelt. Trauben, nochmal ein bisschen Butter und Oliven. Oliven, das wichtige Zeug. So, wir verlassen die Stadt und warten gerade eben mal, bis die Karawane da rauskommt. Da ist sie und damit folgen wir jetzt ihr hier mal in einem gewissen Abstand. So, wir gehen Richtung Karbanset. Wir kommen jetzt also auch ein bisschen herum dadurch, Freunde, was ich total toll finde. Und ich rechne eigentlich damit, dass wir in absehbarer Zeit jetzt hier schon mit irgendeiner Räuberbande hier überfallen werden. Noch sehen wir keine. Ich nehme mal an, hier auf der offenen Fläche. Nö, bis jetzt. Ach, da sind sie. Da sind sie doch. Also, wir mischen uns hier natürlich ein. Und helft der Karawane des Braumeisters hier. Bin ich mal überlegen. Also der Feind wird relativ früh kommen. Wir haben auch eine Menge Ritter, dürfen wir nicht vergessen. Ich will, dass die in einer Zweierreihe sich aufstellen. Da ist die Infanterie. Ich führe die Kavallerie. Ja, komm, wir rücken jetzt hier mal ein bisschen vor. Also, ihr geht dahin und die Ritter gehen dahin. Der Feind macht sich hier schon auf den Weg. Da kommen sie. Männer, Schildwall. Ich will, dass sie sich hier enger zusammenstellen. Okay, Kavallerie, greift an. Ich möchte hier selber nichts damit zu tun haben. Ich bin nur zum Befehligen hier. So, einige habt ihr schon erlegt. Das finde ich gut. Ich glaube, dass ich die Infanterie jetzt auch befehlige, mal anzugreifen. Denn sie bringen mir nichts, wenn sie da hinten rumstehen. Ah, er hat Anstand. Er hat nicht nach mir geschlagen. Den dürft ihr weniger brutal töten. So, die Armbrustschützen schießen jetzt hier in alle Richtungen. Jawohl, Infanteristen, holt euch diese Schurken. Habe ich etwa gerade eben euren Weg blockiert? Das tut mir fast leid. Oder es würde mir leid tun, wenn ihr kein Schurke wärt. Ja, die haben schon fast alle Männer verloren jetzt hier gerade eben. Auf jeden Fall ein heftiges Gefecht. So, unsere Männer folgen ihnen auf jeden Fall in alle Richtungen. Da reitet noch einer. Könnte mal jemand bitte diesen hier, jawohl, vom Pferde holen? Wie sie sich alle draufstürzen, wie die Hyänen. Kann es sein, dass der Feind schon auf dem Rückzug ist? Er ist auf dem Rückzug, das ist schön. So, wir haben, so wie es aussieht, hier eine Menge Ansehen erhalten und 83% der Beute. Keine Verluste auf unserer Seite. Das ist die, oh, 23 Level up, das ist ja der Traum. Das ist ja der absolute Traum hier. Ja, ich nehme diese berittenen Verwüster auf jeden Fall mit. Die Waffen nehme ich an mich. Das ist eine Menge Ausrüstung, was jetzt an meine Männer geht. Das bringt auch nochmal 1000 XP. Ja, das nehmen wir natürlich auch alles mit. Das nehmen wir mit. Die Rüstung lassen. Oh, warte mal, ich hätte... Was war das jetzt, was ich hätte liegen lassen können?
Oh, diese Rüstung bringt EP für meine Männer. Oh, geil. Ja, dann lassen wir sie liegen. Dann lassen wir sie glasklar liegen. Wir folgen denen jetzt hier weiterhin. In Karbanseet können wir dann erstmal alles wieder aufstocken, was wir benötigen. So wie es aussieht. Im Tavernenbezirk werden wir erstmal diese Schurken los. Handelstechnisch gibt es halt Waffen, die wir loswerden können. Ein meisterlicher Jagdbogen. Nee, der bekommt keinen Jagdbogen. Ich glaube, ich werde ihm eher noch die Wurfspeere noch geben. Für Notfall. Die Reitpferde brauche ich nicht. Die Midlandzelter brauche ich nicht. Wir könnten noch mal ein bisschen Fisch gebrauchen. Und noch mal ein bisschen Butter. Datteln. Und damit sind wir schon wieder hier ganz, ganz gut aufgestellt. So, das heißt, wir werden hier jetzt einfach warten, bis er wieder rauskommt. Ich schau mal gerade eben. Wir könnten theoretisch sogar schon wieder einen Mann mehr haben. Dorfbewohner. So, dann folgen wir jetzt diesem Truppe hier. Man hat das eigentlich... Ja, also diese Mission bringt richtig Punkte, ey. So, jetzt geht's nach Seonon. Das ist zum Glück nicht so weit weg. Da sind wieder Räuber. Da sind die nächsten Räuber. Wir helfen hier natürlich aus. Und greifen an. Ich hoffe, dass es dieses Mal wieder ähnlich gut laufen wird. Ja, das könnte der Fall sein. Ich stelle die Männer jetzt hier schon mal ein bisschen enger zusammen. Die Kavallerie wieder dahinter. Bereit und vorwärts, Männer. Ich sehe hier noch leider noch gar nichts. Ich möchte, dass die Fernkämpfer sich bitte dahin stellen und ihr euch dahin. So, dann könnt ihr ja schon mal diesen Schild irgendwas Dingens da machen, Männer. Ne? Also da, wo ihr so eng zusammenkuschelt. Ich muss mit denen hier noch weiter hoch. Sie haben ihre Reiter in, ihren einen Reiter in den Tod geschickt, diese Wahnsinnigen. Gut, wenn sie das unbedingt so wollen, meine Männer sind etwas wertvoller und schlauer. Da geht es schon los. Meine Männer schießen. Ihre Männer auch. Da ist einer geradezu wahnsinnig und rennt in den Schildwall hinein. Männer der Kavallerie, kümmert euch bitte darum. Ihr bekommt da hinten Besuch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, dann würde ich aber mal sagen, Infanterie... Ihr könnt nun auch angreifen. Verwickelt sie in Nahkämpfe. Das seid ihr ja gewohnt. Ja, das ich habe hier, glaube ich, ein sehr, sehr gemütliches Plätzchen während dieser Schlacht. Huch, ich könnte auch meine Meinung zu diesem Thema nochmal etwas revidieren. Tja, da laufen sie wie die aufgeschreckten Hühner durch die Gegend, die sie sind. Ich habe ein gutes Gefühl bei diesem Gemetzel. Das gute Gefühl ist, dass ich nicht gemetzelt werde. Na, ja, Bufo hat tatsächlich einmal einen... Ich habe einen vlandischen Ritter durch Tod verloren. Nein! Oh, schade. Mein Gefühl wurde soeben getrübt. Durch den Tod eines unserer tapferen, tapferen Recken. Bitte, bestraft die Feinde für diese Untat. Okay, also. Gibt nicht mehr viele, die sie jetzt hier holen müssen. Da oben reiten noch... Was ist denn noch? Ach, einer. Die Blauen. Ich habe gerade gedacht, die Blauen waren die Feinde. Nee, das sind die eigenen, beziehungsweise die Verbündeten. Ich sehe gar keinen mehr jetzt, ehrlich gesagt. Also irgendwo muss noch einer sein. Der wird aber jetzt hier nicht mehr aufgeführt. So. Der war wohl schon auf der Flucht. Nun gut, nochmal 4,2 Ansehen erhalten, 81% der Beute, nochmal 16 Level-Ups. Also wir leveln auf jeden Fall die Truppe, die wir hier haben,
auf das Angenehmste. So. Könnt ihr auch nochmal mit reinnehmen. Die Waffen bringen mir leider keine XP. Das hier bringt mir keine XP. Die Pferde bringen keine XP. Und das ja auch nicht, den Rest lassen wir den Männern. Für weitere Level-Ups. Und wir folgen. Auf nach Seonon, was zum Glück sehr nah ist. Und wir gehen natürlich auch rein und packen die Gefangenen da raus. Jetzt bin ich mal überlegen, ob ich hier tatsächlich mal Truppen rekrutieren soll. Oh nee, mache ich nicht. Handel sollte ich machen. Ein Milizkurzspeer, nee. Pfeile, nee. Dann haben wir jetzt hier wieder diese Reitpferde und diesen Midlandzelter, den wir nicht brauchen. Ich kaufe wieder Trauben, wenn sie sie haben. Fleisch und Datteln. Und 3 Bier. Achso, Fisch könnte man auch noch kaufen. So. Dann warten wir wieder draußen vor der Türe, bis sie rauskommen. Und folgen. Dieses Mal geht es nach Epikrotea. Okay, das ist deutlich weiter weg. Boah, wie voll ist denn das Lager hier? Ich glaube echt, dass ich das Ding mal ausheben sollte. Das könnte sich echt rechnen, ey. So, auch dieser Karawane helfen wir natürlich. Mit unseren Männern, unseren Tapferen. Kann ich mich da oben hinstellen? Ja, kann ich. Das ist geil. Das heißt, ich stelle die Infanteristen dahin und die... Warte mal, ich stelle die Fernkämpfer sogar wirklich jetzt hier komplett auf diesen Hügel. Die Kavallerie hinter den Hügel. So, das ist fantastisch. Männer, macht diesen Schildwall. Ich habe mir inzwischen die Mühe gemacht, diesen Namen mir zu merken. Die Kavallerie möge ihnen entgegenstürmen. Männer, greift an. Oh, das Gemetzel, es ist entbrannt, es ist entbrannt. Oh, das ist nicht so angenehm. Sie haben offensichtlich mich aus irgendeinem Grund als einen Gegner ausfindig gemacht. Vielleicht hilft es, wenn ich die Waffen wegstecke. Na, ich kann ja die Waffe nicht wegstecken. Zumindest weiß ich nicht, ob ich das Schwert wegstecken kann. Da reitet ja schon wieder einer hier vorbei. Schon wieder am... Also, das sind die unhöflichsten Räuber, die ich je gesehen habe. Es sind schon 2 Pfeile in meine Richtung gegangen. Ist ja nicht zu glauben. Okay, okay. Sieht aber ganz gut aus. Da ist noch einer zu Fuß unterwegs, der arme Teufel. Ja, der hat es nicht weit gebracht. Weder im Leben noch hier auf dem Schlachtfeld. Und da pest jetzt ein berittener Bogenschütze davon. Der wird auch wohl auch nicht wieder gesehen werden. So, wir haben ausnahmsweise mal keine Verluste erlitten. Und können froh sein über das, was hier passiert ist. Nochmal 11 Level-Ups. Es ist der Wahnsinn. Ja, also so levelt man jetzt halt effektiv seine Leute, ne? Durch solche Schlachten, Freunde. Mhm. Wieder solche Reitpferde. Wieder Getreide. 710 Bonuserfahrung für die Truppe. Und nicht vergessen, jemand hat gelevelt. Ach, du hast gelevelt. Ja, nice, warum nicht? Okay. Verteilte Waren, doppelter Verhältniszuwachs. Ach so. Pff. Das ist ja sie gewesen. So, wir folgen hier wieder. Ich guck mal gerade eben bloß. Es gab nochmal 2 Level-Ups durch die Bonus-XP. Nice. Jetzt haben wir 8 vlandische Bannerritter. Und noch einen normalen vlandischen Ritter. Das sieht aber in der Summe wirklich fantastisch aus.
wie unsere Truppe sich jetzt hier gerade eben entwickelt. Und ich glaube, mit Epikrotea schließen wir eigentlich damit hier schon mal die Runde ab. Ja, ich kann jetzt hier direkt hier nochmal die Verbrecher verkaufen. Oh, der heißt Pferdedieb. Hat sich eigentlich auch mein... Nee, mein Clanrang hat sich leider noch nicht verbessert. Aber wo wir jetzt gerade eben schon mal hier sind, ne, könnten wir theoretisch natürlich jetzt auch noch hier eine Aufgabe hier erledigen. Das wäre jetzt natürlich definitiv nicht das Falscheste, was wir tun könnten. So, noch Pferde verkaufen. Hier kaufen wir doch mal Bier. Datteln könnten wir gebrauchen. Trauben haben die nicht. Schade. Aber wir haben eine Menge Nahrungsmittel für Notfall. Also wir haben für lange, lange Zeit Nahrungsmittel. Was braucht der hier? Er hat eine Armee von Wilderern als Problem. Bandenführer braucht Waffen. Ja, Armee von Wilderern will ich jetzt hier gerade eben nicht machen. Dann gehen wir lieber mal nach Lageta. Ich will nicht so weit ab vom Schuss sein müssen. Außerdem, was interessiert... ich guck mal, ob ich eine Quest bekomme, das Ding hier auszuheben. Nee, Landbesitzer braucht Arbeiter. Ey, das Ding ist mir schon so lange ein Dorn im Auge. Was heißt ein Dorn im Auge? Ich wäre begeistert, es auszuheben. So, wir warten bis zur Dunkelheit und sehen, ob wir das Ding hier hops nehmen können mit all dem, was da drin ist, ey. Das könnte sich richtig krass auszahlen. Oder wir könnten fürchterlich aufs Maul bekommen. Eins von beiden wird eintreten, auf die eine oder andere Art und Weise. Ja, wir greifen an. Nee, ich nehme nicht die flandischen Bannerritter. Ich nehme auf jeden Fall die fünf flandischen Speerträger. Und... Nee, Quatsch. Ich nehme hier euch sechse und dann noch zwei Stück von da. Oder ich nehme noch lieber noch die Hyäne mit. Ja. Achso, warte mal. Ich nehme natürlich die mit, die noch leveln müssen. Ich hoffe, das ist kein Fehler, weil es könnten jetzt hier eine Menge Typen sein. Es könnten eine Menge Typen sein hier jetzt. Okay. Stell dich schon mal auf. Ich bin guter Dinge, dass ihr das hinbekommt. Greift an! Jetzt muss ich halt wirklich sehr aufpassen, ne? Wobei das Spiel sagt nicht, dass es, unmöglich zu sein scheint. Da oben der Balken ist eigentlich total positiv für uns. Die beiden fackeln jetzt hier also fröhlich ab, okay? Oh. Pfeile. Ja, ihr sollt eure Schilde vor euch halten. Ich mach's euch kurz mal vor. Ihr Narren, warum lasst ihr euch die ganze Zeit treffen? Okay, 4 gegen die. Ein Pfeil! In meinem Schild steckt ein Pfeil. Oh Gott, ich habe einen splendischen Speerträger verloren. Aber er ist nur verwundet. Gut, nee, Männer, wir machen das jetzt anders. Wir machen das anders. Ihr geht schon mal da drüben hin. Wir wollen den Feind an dieser Stelle gemeinsam angreifen, um weitere Verluste und teures Soldatenmaterial, das ihr seid, zu schonen. Oh, der kann nicht Bogen schießen. Das ist eine sehr, sehr erfreuliche Situation. Nee, nee, ihr geht jetzt da drüben hin. Und krallt durch diesen miesen Heckenpenner. So, und jetzt noch diese beiden da hinten. Genau, Schilde hoch. Warum machen die Schilde immer runter? Ey, wenn ich das spiele... Dann sind die Schilde von denen permanent oben, wenn ich so einen Gegner irgendwie versuche zu beschießen. Ne? Permanent sind die Schilde des Feindes oben.
Okay, ich werde mich hier definitiv auch nicht nach einem Duell richten. Wie gesagt, die Bufo-Manier. Macht's gut, Männer, holt ihr euch! Das lief mittelgeil. Ja, wir haben es aber geschafft. Gut. Wir haben dabei leider 2 Tote zu beklagen. Naja, was soll man machen? Aber es gab dafür auch wiederum 8 Level-Ups. So gesehen. Unterm Strich war es dann doch erfolgreich. Die haben keine Waffen. Verstärkter Eichendrachenschild. Okay, den nehme ich. Bufo freut sich über diesen Schild. Was ist mit dem Typen? Du bekommst jetzt auch einen besseren Schild. Du hast ihn dir verdient. So, wie sieht's hier mit der Rüstung aus? Die ist schlechter als das, was er trägt. Er hat hier gut... Nee, warte mal. Das hier ist besser als das, was er hat. Yo. Armwickel, irgendwas und Pilgergedöns. Das lassen wir liegen. Das hier lassen wir auch liegen. Das hier nehmen wir mit. So, wir haben ja dieses Lager als Hops genommen. Gab halt keine Quest dazu, aber was soll's. Also, auf den Rückweg machen wir uns nun in Richtung Sargot. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass wir da ein bisschen mehr dabei bekommen, weil da so viele Banden potenziell drin sind. Wir haben übrigens die 100.000 geknackt. Und wir werden noch mehr Geld knacken. Das Einzige, was wir noch nicht geknackt haben, ist Clans Rang 2 zu erreichen. Waldbanditen. Moment, schon mal. Die krallen wir uns auch noch schnell. Nee, ich werde angreifen. Ich habe jetzt bei 21 habe ich ein bisschen Angst, dass es mit Entsende die Truppen schief gehen könnte. So, ihr seid dahinter und die Kavallerie packen wir dahin. Also, ihr rückt dem Feind entgegen, ihr rückt dem Feind entgegen, ihr folgt mir. Denn ich habe vor, euch hart direkt einzusetzen, sobald es geht. Wir sind quasi gleich auf ihrer Flanke. Also Kavallerie. Holt sie euch. Habt Spaß, das ist ein Befehl. Boah, da kommen sie angepest. Und die Infanterie erledigt jetzt hier den Rest. So, die Kavallerie macht nochmal kehrt. Also diese Bannerritter sind schon eine Nummer für sich. Das muss man denen lassen. Okay, wir haben einen Verwundeten. Nathan ist wieder mal verwundet. Naja, immerhin hat er auch ein Level-Up bekommen. So. Wieder mal Waffen. Ein einfacher, aber meisterlicher Krummsäbel. Hier hat es noch irgendwelche Pfeilsachen. Die Ausrüstung hier lassen wir mal liegen. Da ist nichts dabei, was irgendwie diskussionswürdig ist. Damit weiter einfach. So, auf nach Sargot. Kann es sein, dass ihr eventuell denen damit sogar sehr geholfen haben? Ich bin mir nicht ganz sicher. Da will sich einer uns anschließen. Nein. Nein. Auf keinen Fall. Das werden wir nicht tun. So, ich habe vor, mir noch mehr von diesen Rittern zu holen. Keine Frage, die finde ich mega gut. Weg mit dem Kram. Pferde behalten wir. Die behalten wir auch alles. Die kommen, wie gesagt, weg.
Jetzt muss ich mal gerade mal gucken. Truppen? Nee, bringen wir nichts. Ich kann 6 Mann mehr haben. Ich werde es versuchen, Kavallerie zu holen. Also die, die später Bannerritter werden können. Bufos Trupp wird auf jeden Fall immer größer. Da kann ich mir einen holen. Und danach gehen wir hier rüber. Bufo hat einen Level-Up wieder bei Vogt bekommen. So, entweder gebende Hände, abgelegte Waffen können an Truppen gespendet werden, um an der Erfahrung zu steigern. Unsere Zolleinnahmen sind um 10% höher. Oder die Truppenmoral wird um 4 erhöht, wenn die Anzahl der Reittiere größer ist als die Anzahl der Nicht-Kavallerietruppen. Die Steuereinnahmen erhöhen sich um 10%. Nee, ich mach das mit den Waffen. Ja. Dann kann ich nämlich die abgelegten Waffen jetzt in Zukunft auch spenden. Statt sie ständig verkaufen zu müssen. Achso. Ich dachte schon, ich wäre im Dorf. Aber ich war noch nicht im Dorf. Dann gehen wir noch in dieses hier. Nach Marien. Die haben die Marinade erfunden. Wurde nach ihnen benannt. So. Oh geil. 1, 2, 3, 4. Dann fehlt nur noch einer. Vielleicht kriege ich den sogar noch hierher. Sogar easy peasy. So, das hier können wir gerade eh mal wegmachen. Wir wissen alle, was Bufo bekommen hat. Was Bufo getan hat. Dann schauen wir nochmal mit einem Blick in die Stadt. Vielleicht haben die hier nochmal eine sinnvolle Aufgabe. Wieder ein Karawanenüberfall. Jetzt geht's los. Ja, also ganz im Ernst, den machen wir natürlich auch, Leute. Wir stellen uns vor, wir haben gehört, ja und so weiter und so fort. Wir werden uns selbst darum kümmern, keine Frage, und legen direkt los. Also heute ist der Tag der Karawanenüberfallhilfestellungen. Bin bloß gespannt, wo es dieses Mal hingeht. Oh, dieses Mal sind es Seeräuber. Ich war zu nah dran. Shit. Ich war zu nah dran, ich hab's versaut. Ahaha. Ach, das ist mir egal. Wir stellen uns diesen Schurken jetzt einfach aus Prinzip. Oh nein, ich war zu nah dran. Ich habe Mist gebaut. Okay, Shield Wall, ihr bleibt da dahinter. Die Kavallerie werden wir wieder anführen. Nummer 1, ihr rückt auf den Feind vor. Ihr rückt auf den Feind vor. Ihr folgt. Moment. Ich realisiere gerade eben, nee, das ist keine gute Idee. Ich schicke die Kavallerie ihnen jetzt hier direkt entgegen. Auf jeden Fall. Sag mal. Unfassbar, dieses Verhalten. Ja, also ich war leider zu nah dran, aber wie gesagt, ich kriege diese Typen trotzdem. Dumm gelaufen. Ich hab gerade eben die Quest verwechselt. Ich habe Karawane begleiten gedacht und nicht Karawanenüberfall. Tja, muss ich nochmal in Zukunft mehr drauf achten. Bufo war einfach viel zu aufgeregt ob dessen. Und dachte, das wird doch alles gar kein Problem, dass diese Schurken Idioten wären. Naja, sie waren es halt leider nicht. Und da haben wir gewonnen. Ja, das war's schon. Also wir haben einen Verwundeten nur. Das war ja spitzenmäßig. Nummer 14 XP dafür. Level-Ups, meine ich. Wow, da haben eine Menge Reiter aber gerade gelevelt, ich sag's euch. So, wir lassen jetzt hier, wie gesagt, die Waffen und die Rüstungen liegen. Ich glaube, das gilt jetzt auch. Genau, das sind jetzt auch EP-Spenden, die jetzt hier möglich sind. Die Pferde sind keine EP-Spende. 1300 nochmal extra Erfahrung für unsere Männer. Was in dem Fall nicht in einer entsprechenden Erfahrungssache sich wieder gespiegelt hat. Aber egal.
Wir sind immer noch bei 76 Mann. Passt für uns also. Gut, leider habe ich also wie gesagt diese eine Quest verballert. Aber wir haben die Schurken trotzdem stellen dürfen. Und das ist alles, was zählt. Wir packen hier nochmal... Okay, ich bekomme nicht viel Geld für die Pferde, aber das darf er nicht wundern. Die Pferde daraus. Wir kaufen jetzt hier auch nochmal Pferde. Ich will auf jeden Fall, dass die da oben sind, dass ich sie besser im Blick behalten kann, die Reiter. Also, wir haben 17 Pferde, 18 Pferde, 76, 66, 58. Wir brauchen also mindestens 58 Pferde. Wir haben aber genügend Reitpferde, das heißt also, das ist gar nicht die Diskussion. Knüppel die Typen noch raus und dann werden wir beim nächsten Mal uns mal diesen Karawanenüberfall anschauen und ihn hoffentlich dieses Mal richtig machen. Wobei ich noch einen Level-Up hier bei Gaunerei habe. Warum ich den bekommen habe, weiß ich nicht. Räubereinheiten erhalten, Überfälle sind schneller, Banditen sind beim Falschen leicht zu überzeugen. Nee, die Wahrscheinlichkeit, dass Gefangene aus Städten fliehen. Nee, die Gottlosen haben keinen Frieden. Nee, er ist redegewandt. Doch, Banditen sind beim Falschen 20% leichter davon zu überzeugen. Sie wollen ihn gar nicht gefangen nehmen, weil er so hässlich ist. Also, danke meine lieben Freunde. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.